Heiter geht's weiter mit unserer munteren Reise hier durchs Irrenhaus. Wieder mit dabei ist das gefräßige Dürmelein und die gar erquickende Nuss. Hallo ihr beiden. Da muss ich ja nur für dich knuspern, für diesen Moment. Oh mein Gott. Der Dürmelein hat mich schon darauf vorbereitet, wo ich hin muss. Ja. Sehr, sehr zuvorkommend. War das Blut hier schon vorher? Oh, hatte jemand ein bisschen hingeblutet? Naja, war bestimmt der. Ja. Ah, die Tastatur wieder. Ich bin Tapschen. Oh nö, da ist er ja wieder. Ja. Ah! Ja. Schlafen wir mal. Was gibt's besser? Der Pfarrer war's! Der Pfarrer war's! Er hat dich vermisst. Jetzt nimmt er dich mit in seine Zelle. Die Zähne, also diesen Mund will ich gerne küssen. Da kommt die Rettung! Da passiert irgendwas Mystisches. Es wird uns bestimmt nicht passieren, also da bin ich mir ganz sicher. Nee, überhaupt nicht. Also wir werden hier keinen Dämon austreiben? Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich spiel's einfach nur so, ich latsche ein bisschen durch die Gegend und erkunde. Aber was gibt's denn Schöneres für einen Wochenstart, als mit uns drei vergnügten Helden Outlast zu spielen? Richtig, gar nichts. Oh, wir sind hier in einer Gummizelle. Fummelzelle. Ne, Fummelzelle. So. Ja, erstmal das Knie berühren. Immer wenn man zum ersten Mal in solch einer Zelle ist, muss man erstmal rumschreien, ja? Also, du hast die Ehre. Ah! Oh Gott! Rest in peace, Danke. Niemand kann dich hören. Niemand kann dich wahrnehmen. Oh. Das lese ich nicht, das ist auf Englisch. Tut mir leid, ich bin ausgebrochen. Oh. Kann ich hier einfach die Tür. Ah! Gott zum Gruße! Was ist denn los? Wie konnte er so schnell. Ja, ich gehe ja schon zurück. Ey, du Affenmensch hier. Bleib mal locker. Ja, ich meine dich, Freundchen. Ich komme gleich rein. Jetzt hat er Angst vor dir. Ja, zu Recht. Soll doch Angst haben. Um ehrlich zu sein, ich möchte eher ungern zu denen da unten rein. Wir besuchen jetzt Zellengenossen. Traust du dich nicht? Was ist denn mit dem da los? Die sind hier alle barfuß. Oh! Hallo? Irgendwer da? Es ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, jede Tür hier zu öffnen. Das ist übrigens die Legende, her? Der Typ, ey. Ja, so sieht er auch aus. Ja. Den hätte ich gern mitgenommen. Da, also wenn Türen schon offen sind, dann sollte man die einfach. Ah, ihr seid hier also die Mobber, ne? Ha? Das sind die Lümmelmänner. Das sind die Lümmelmänner. Ja, mal Kamera an. Oh, deshalb heißt er. Also ich wusste nicht, dass es hier heute so porno. Die Halbglatz, also. Die macht mich schon ein bisschen an. Ja, ich geh mal zu denen da unten. Oh, ich hab schon Erfahrung mit Leuten wie dir, die im Rollstuhl sitzen. Das glaube ich sogar derselbe. Ich glaube nicht, also. Nee, ich denke auch nicht. Das wäre anders. Der Kerl steht da hinten auch im Büro rum. Vielleicht den Priester auch eben schnell eingesammelt. Also, ich würde es dem guten Mann zutrauen. Weitermachen. Hallo? Ja. Ausschwärmen! Da muss auch noch ein Bild angebracht werden an der Wand. Hämmer mal ein bisschen. Ja, genau da. Hau den Nagel rein. Wie geht es Ihnen? Gut, da liegt doch wer. Boah, mit dir will ich nicht reden. Wer schon so in der Ecke liegt, ne? Ja. Was ist denn los bei dir? Warum stehst du da so? Im Grunde genommen hast du ihn belästigt. Ja, stimmt. Ich belästige irgendwie alles und jeden.
Außer den. Den will ich nicht belästigen. Schlimme Erfahrung. Oh oh. Aha. Leere Zelle. Nick, lauf mal rechts lang. Rechte Seite. Darf ich nicht in diese Zelle gucken? Ja, ah, klar. Das war ja spannend. Ja, komm, dann geh ich. Hat er mich gerade geschubst? Sag mal! Hier! Wer jetzt? Er kann die Macht. Jetzt wird's hier auch noch handgreiflich oder was hier? Also mit dem. Mit dem lege ich mich an. Nuss, feuer mich an! Ich hol aus. Sprint ja, und. Ja, ah! Was? Und oh. War ein guter Versuch. Ich hab's keine Chance. Wieso hab ich an dich geglaubt? Meine Güte. Tut mir leid. Dürmlein, ich bin jetzt hier ziemlich rechts. Ah! Oh Mann, ey! Ja, versteck dich an meiner Seite. Ich sehe dich, Freundchen. Ich sehe dich ganz genau. Muss ich verstehen, was ich hier machen muss? Einfach die Seite ablaufen. Also, ich weiß, warum du keine Orientierung hast, weil du einfach nichts siehst. Ich geh da komplett woanders lang. Ich lauf grad die Wand lang, kann oder? Diese Seite. Ja, die da, Seite. Der Weg. Genau, genau. Und öffne die Türen. Das versuche ich doch schon die ganze Zeit. Ja, mach weiter. Okay. Also. Einfach weitermachen. Nicht die halbe. Fragen. Die halbe Folge ist einfach, wie ich hier Türen öffne. Oh. Ui, ui, ui. Ihr bleibt bitte hier, vor allem der Mobber. Kann ich die Tür nicht schließen? Nee. Na, was geht ab, Jungs? Jetzt komm! Ha! Nee, du musst. Ja, genau. Ah! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this goddamn sicko! Ja. Beleidige mich ruhig hier. Was schreibe ich mir denn hier auf? Das verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort! Sterben gehört jetzt zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja. Ja, Das stimmt. Ich lass die herrliche Schöpfung hier einfach mal machen, ne? Du wirst noch vieles erleben. Warte, ich hab mich gerade eingesperrt. Ich wollte die einsperren. Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Ruft er mich? Ach, er. Ja, ja, hau du mal ab. Erstmal den toten Mann anstarren. Oh Mann, Alter. Warum bin ich jetzt hier eigentlich im Zellenblock? Was soll das? Einmal links abbiegen, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Wir gehen zu den Lümmelmännern. Ja. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Wie, du fällst runter. Freundchen. Schau nicht nach unten. Ich schau nicht nach unten. Oh Gott, oh Gott. Ja, erstaunlich souverän. Du schaffst das, los. Oh mein Gott. Ja. Ich hab nicht gewartet, nee. Das war einer, glaube ich, der Typen, die dich fressen wollten. Die wollen mich essen? Ja? Die Lümmelmänner. Du standest doch die ganze Zeit vor denen, die haben das sogar gesagt. Ja. Ja. Ich bin in Quarantäne, falls ich gewundert hab. Ja, Ich höre dem doch nicht zu, ich war fasziniert. Oh, guter Ort zum Verstecken. Oh nein, Rollstuhl. Das sind Batterien. Na guck mal. Na sieh mal einer an. Warte, wie sammle ich nochmal Sachen ein? Ah ja. Linksklick. Okay. Gott, muss man ja immer laut werden muss. So, also jetzt geht die Folge richtig los, falls ihr euch wundert. Ich finde diese ganze Folge gerade irgendwie bedenken. Da redet jemand, ich will da hin. Ich will einen Stiefel da haben, oder was das ist. Kommst du noch? Dann müssen wir wo weiter nach oben. Der Pfeil zeigt nach oben. Ja, da ist der Typ. Nö, du. Zu dir will ich nicht. Nö. Oh, du musst doch lieb. Der ist doch lieb. Der springt mich doch gleich an. Nö. Du kannst ihn jetzt richtig befummeln. Ja. Befummel ihn. Bin ich direkt dabei. Nick.
Mach die Kamera an! Okay. Achso, Entschuldigung. Also, falls hier verstümmelte Leute sind, wir drehen ja eigentlich nur einen Snuff-Film. Man denkt, es ist hier eine Ehrenanstalt, aber eigentlich ist es hier eine Filmloge. Oh Gott. Ah, hier blinkt was! Was für ein Aufwand nur für einen Film, ne? Ja. Es sind hier die langweiligen Dr. Wolfram, mach mal. Ja, ich denke mal, ich stürze mich hier einfach hinab in die Tiefe. Mein Guter, wir sehen uns in der Hölle! Ne? Oh, du hast aus dem Fehler gelernt und nicht nach unten geschaut. Ja, wenn ich mich wo runterstehe. Ah, erstmal hier lang. Oh mein Gott, jetzt wird's echt witzig. Ne. Warte, ich will die Schlägerei sehen. Oh. Ui. Das ist die wilde Sache. Ist das der Priester gewesen? Nein. Nee, ein anderer. Nicht der Priester. Hallo. Nick, sag mal hallo. Sag mal hallo. 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 Nick, kannst du ihm reingehen? Ja, geht da mal rein. Oh mein Gott, da ist es offen. Ich will da nicht rein. Ja. Oh, der ist lieb. Was tut ihr mir an? Schau ihn doch mal an, wie vertrauensvoll er ist. Ich werf ihm mal kurz was weg, ne? Ich muss ihn mal kurz an die Mülltonne. Ich hoffe, es stört dich nicht. Gnädiger Herr. Ich film das ja auch nicht. Darf ich hier vorbei? Ja. Ja. Guter Mann. Guten Mann, hey. Aber die Tür geht jetzt zu, wenn du reingehst. Scheiß geht jetzt zu. Ah, noch eine Batterie. Und gleich ist er hinter dir. Sehr schön, Nick. Ach. Das war ja also ein schlechter Mitarbeiter. Ja. Viel verständlich. Ja. Ah! Ja, ich hau ja schon ab! Meine Güte, hättest mir auch sagen können, du! Du sollst ihn doch nicht befummeln, Nick! Hab ich's dir erlaubt? Ich will hier hin. Reicht! Wo bin ich hier? Okay! Ho! Das macht Eindruck, ja. Das ist. Ja! Dankeschön. Da ist jemand. Gott zum Gruße! Mir fällt gerade so auf. Ich habe mein Handyton noch an. Nee, habe ich gar nicht. Ha! Mann, ich habe ja mitgedacht. Ach, nee. Das kommt auch selten vor. Was soll ich hier? Können wir den in den Rollstuhl packen und mitnehmen? Ist ja hier offen. Es wäre so lustig, wäre es hier mal oft irgendwo und so ein Typ peilt das einfach nicht. Hier muss ich mich doch irgendwann mal verstecken. Das ist hier ja nicht ohne Grund. Das ist nur Deko. Ja, Dürmelein, ich glaube auch. Achso, falls ihr euch wundert, warum ich ihn Dürmelein nenne, hinterfragt es einfach nicht. Akzeptiert die Tatsache. Hui. So, steht der Mörder da immer noch? Ja. Du machst das da drüben, ne? Der redet doch schon. Okay. Nein, er meint, du sollst stehen bleiben. Okay, schnell. Okay, schnell weg. Oh Gott! Ja, ne, versteck dich, das wäre eine Option. Ich glaub, Nick weiß schon, wo es hingeht. Wo er hingehen soll. Na komm! Ah, Mann, hatte ich's eilig. Jagt er noch? Ich dachte gerade, die Jagdmusik war vorbei. Die ist auch irgendwie vorbei. Keine Ahnung. Kannst du mal rausgucken. Ja. Ach du Scheiße. Da ist er ja. Er ist so schnell. Danke, Dürmelein. Bitte. Oh, der tötet jetzt den anderen, oder? Ja. Kollateralschaden. Hört sich so an, ne? Das war ein Kollateralschaden, den mochte ich eh nicht. Oh. Oha. Was wäre, wenn ich den zu dem anderen geführt hätte? Hätten die sich dann gegenseitig verprügelt? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, die hätten dich verprügelt.
Ich höre den da so immer noch. Der geht erstmal raus. Er lebt ja noch. Oh nein. Ja, stimmt, war ja auch so die Zelle. Ja. Du kannst mal deine Kamera aufladen, glaube ich. Wie mache ich das nochmal? So, ne? Ja. Wie mache ich das? Drückt schon die Taste. Muss ich hier lang? Nein, du musst in den Raum rein, wo der drin war. Der ist ja doch jetzt wieder. Nee, der ist weg. Echt? Glaube ich. Keine Ahnung. Also, musst du gucken. Ja. Find es heraus. Die Reise geht weiter. Halt die weiter Wache, ne? Ja, ich bin ja schon still. Würde mir das eine in echt sagen, ich würde direkt sterben. Ich schaff's nicht mal eine Minute still zu sein. Ja, merke ich. Oh ja. Da ist es ja. Du hast einen Knopf. Wenn du den betätigst, dann kommt er zu dir. Echt? Also versteck dich. Ja. Nein, geh zurück. Ja, nee. Wo kann ich mich verstecken? Finden. Such. Mach die Kamera an und such. Oh Gott! Oh. Wie soll er das denn sehen? Ich glaube. Nein, er sieht mich nicht. Indem man die Kamera, sag ich schon hier. Der sieht mich anmacht. Nicht, der hat mich nicht gesehen. Ich bin einfach verschwunden. Siehst du? Ja, ich auch. Oh. Spielen wir. Die Frage ist, wer ist hier der wahre Psychopath? Ja. Da unten leuchtet das für mich oder ist es einfach nur irgendwie PC-Gesöcks da? PC-Ding. Das ist doch. Der versteckt sich wieder. Das ist doch der kleine Schwein, Mann. Der kleine Schwein, Mann? Nee, den würdest du hören. Hab ich doch. Der hat solche Ketten um sich. Der Schweinemann. Ja. Der kommt ja schon wieder. Warum kommt der jetzt schon wieder? Muss ich ihn oben bringen? Oh! Nee, du musst, Nicht. Sollen wir sagen, wo du lang musst? Nee, ne? Das sollst du schon selber. Oh, Nuss, komm, jetzt streckst du nicht in die Länge. Nee, dafür habe ich euch dabei. Wofür habe ich euch denn eingestellt? Sagen wir es mal so, du musst halt zurück. Ja, gut, so weit war ich auch, also. Nick, einfach nur ein bisschen abwarten, der ist irgendwann weg. Naja, ich sehe noch, dass du. Nicht rennen. Weil du machst auf es ein ja neues. Nicht lang. Warte doch einfach! Warte doch! Was ist denn los bei dir? Jetzt kommt er wieder zurück. Wie häufig willst du es doch machen? So, jetzt warte! Meine Güte. Hallo, nein, jetzt schleiche ich hier wirklich. Willst du sterben oder was? Gleich rechts ist eine Tür, meine ich, und da musst du durch. Und, da musst du nicht durch. Da, doch, ich da. Rechts. Nee, da ist er reingelaufen. Ja? Ja? Ich muss erstmal verstecken. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich weiß auch nicht. Finde das heraus, Nick. Ja, ich würde nach vorne gucken, wenn du irgendwo hingehst. Oh, ich weiß, wo er ist. Und täglich grüßt das Murmeltier. Alter. Ey, gar keine Spielerfahrung hier. Oder Spielgefühl. Ach, der Kacke. Du hättest da sogar durchlaufen können und reingehen können und du wärst. Nee, also der wäre mir ja hinterhergehechtet, der Knilch. Ja, aber du wärst trotzdem weg. Ja, aber das kann ich doch meinem Blutdruck nicht antun hier. Hä? Wieso spielst du denn das Spiel überhaupt? Hier, das sind schlechte Aussagen. Das stimmt, ihr habt mich wirklich zu diesem Spiel überredet. Scheiße auf, renn durch! Na. Hä? Wo ist er? Ey, ich hab noch nie so lang darin gehangen. Der ist aber auch echt langsam, der Kerl, ne? Also, dass der sich hier so Zeit lässt, das kann ja auch keiner wissen. Du lässt dir viel Zeit, was ist denn das denn?
Such die Schuld nicht bei anderen! Ich glaube, er hat den Spind neben mir geöffnet. Ja, ist er ja! Nick, du hättest mehr Schläge ausrennen können. Ja, echt, ey. Der läuft immer wieder dahin. Ja, wirklich. Du musst jetzt Schläge kassieren. Ich verfolge ihn einfach unauffällig. Woher das? Oh, schönes Bild. Ich will auch einfach den Flur fotografieren. Aha! Ha! In Sicherheit! Ja! Gewollt. So, was war jetzt so schwer dran? Hä? Boah. So einiges. Das war nicht mal schwer. Nur kann ich es den Leuten antun, dass das die Folge war, da soll ich noch ein bisschen was machen. Mach ein bisschen mehr hier, was soll das denn? Hallo? Jemand da? Memme, ey, meine Güte. God. Oh, sind die Pillermänner wieder? Ja, genau, die grüß dich. Guck mal, was sie denn da hat, halt. Ja? Ja. Oh. Die Jungs sind, glaube ich, ein bisschen irre. Ihr macht das, Jungs, ne? Ja, die wollen dich holen, ja. Ich, die wollen dich betasten. Okay, anscheinend gehe ich nicht rein. Sie wollen dich riechen. Ich spring da auch jetzt nicht wieder runter. Nein. Doch. Das könntest du vergessen. Da war ich erst. Doch, spring runter. Da Nick war ich dahin. Erst. Nick, geh dahin. Aber im Hechtsprung. Also... Oh. Ja. Ja, du springst doch nicht komplett runter. Ja. Überlebt man doch nicht. Tja, pff. Der Kerl hier schon, der Miles, der kann das. Was glaubst du, was passiert, wenn du da halb tot am Boden liegst? Du wirst gefressen. Fressen kannst oder du gefressen doch nicht werden. Tun. Soll ich hier hoch? Weiß nicht. Geh mal hoch, vielleicht. Vielleicht sind da dann noch viele Müllmänner. Wo sind sie denn hin? Ja, nicht da. Ah, guter Mann, Sie haben hier die Kontrolle. Spannend. Ah ja, noch so ein langweiliges Dokument. Oder? Nein, natürlich nicht. Ich gebe dir mal einen Tipp. Immer wenn du die Dokumente da hast, dann bist du in dem Raum erstmal safe. Ha! Gefällt mir, also, das Dokument. Hier bleibe ich gerne. Dokument halt auch lesen kann, ne? Ja. Verstehst du? Ja, die lese ich natürlich alle. Ja, ja. Warte, Moment. Ach ja, Linksklick. Nein, hä? Ah, hab's wieder. Leertaste, ja. Du musst halt auch richtig gucken. Du kannst direkt auch da links durchgehen. Da, genau. Da musst du durch. Mir fällt die aktuelle Lage gerade nicht so. Laufen. Ja, trat ich, lacht. Oh! Ah, das kannst du kurz beobachten. Unser Schweinchen. Kleines Schwein. Das war bestimmt der Mobber, den er da geknilcht hat. Der mich geschubst hat. Er hat das Schweinchen geschubst. Ja! Ich hab ne Schlüssel. Für die Duschen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir wissen, mit welchen zwei Jungs wir duschen gehen. Nick, machen wir dann wieder Sport zusammen? Ja. Nick, rechts. Du weißt, welche Musik da auch wieder kommt. Hier eine Rückblende. Oder ist es? Nee, ja, das ist hier für die Jungs. Guck mal, die Wände sind blau. Ja, okay. Fang, Nuss! Ja, brauchst eine Hand frei. Oh, Nuss! Du rollst mehr wieder zurück! Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Ich bin bereit geworden. Ja! Los! Wirf! Ah! Ich krieg ihn nicht! Ja, ich bin bereit zu duschen. Ja. Ja, Badespaß mit Nick und Nuss. Denn der Stürmelein gibt einen Kuss.
Okay, erstmal hier wichtigen Sachen reinpacken, so. Neues Ziel entkomme durch die Duschen. Okay, werde ich gejagt? Das hört sich so an. Ja. Warte. Oh. Ah! Mach die Kamera da! Ah! Ah! Dick! Dick! Nein! Dein erster Tod! Nein! Ah! Das ist mir hier zu viel weiter und weniger heiter! Ich bin so auf so ein richtiges Video. Fuck! Ja! Ich leb doch noch! Jetzt stell dich so an, wie es brennt!